Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, sein Hobby zum Beruf zu machen. Die Work-Life-Balance in meinem Job ist natürlich für viele irgendwie der Traum überhaupt, weil ich das Hobby zum Beruf gemacht habe und am Wochenende eigentlich in jedes Stadion in Deutschland kann und Fußball gucken kann. Ich bin Bengt, habe Sport- und Eventmanagement mit Spezialisierung Fußball an der UE in Hamburg studiert und bin mittlerweile seit jetzt fast 2 Jahren bei Lagardère Sports als Brand Consultant in der Region West tätig und darf da für die Vereine Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund etc. die Sponsoren begleiten in ihrer Partnerschaft. Die Zusammenarbeit zwischen dem Campus und der Hochschule und den Wirtschaftsunternehmen irgendwie aus der Region Hamburg speziell machen schon irgendwo den Unterschied und es ist natürlich sehr interessant, weil man nochmal andere Praxisinhalte kennenlernt als eigentlich von den Dozenten. Für Absolventen der UE ist es nicht unbedingt schwierig in der Branche Fuß zu fassen, weil die Studenten ein sehr gutes Standing haben, weil sie halt einfach sehr nah an der Praxis sind. Trotz der Spezialisierung, die man irgendwie eingeht mit dem Studium, ist man dank der Inhalte eigentlich so breit aufgestellt, dass man nicht nur im Sport oder nur ins Event kann, sondern es gibt halt auch Kommilitonen, die in der Werbeagentur angefangen haben, bei Statista arbeiten oder aber wirklich dann irgendwie Festivals wie Hurricane oder ähnliches irgendwie organisieren. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, das zu studieren, alleine wenn man irgendwo in irgendeine Richtung eine Sportaffinität hat, weil dann ist es halt ziemlich schnell so, dass man irgendwie sein Hobby zum Beruf macht, weil egal in welcher Sportrichtung, es gibt immer Inhalte und Unternehmen, die man dann interessant findet und für die man dann in Frage kommt.